So, und natürlich geht's direkt weiter mit Vampire's Dawn. Wie nenne ich denn die Folge? Was habe ich denn vor? Ja, Aufträge der Sekte kann man eigentlich benutzen. Mal hier werde ich ja. Ich werde jetzt mal ein bisschen die Aufträge so entlang gehen. Also seid ihr bereit für den nächsten Auftrag? Alles klar. Gut, dann sage ich euch, was ihr als erstes für uns tun könnt. Ihr sollt jetzt einen für uns wichtigen Gegenstand stehlen, und zwar ein spezielles Messgerät. Wir benötigen es, um das Abfüllen des Blutes in den Gefäßen noch genauer zu machen. Im Moment wird ein solches Messgerät im Schloss Tranak gelagert. Findet einen Weg hinein und besorgt das Messgerät und kommt wieder. Das ist jetzt die Frage. Dann werde ich doch den Part anders benennen. Dann gehe ich nämlich jetzt zu Schloss Tranak. Dann machen wir das. Wir müssen ein Messgerät stehlen. Warte mal, kann ich das hier machen? Nein, kann ich nicht. Warum nicht in der Gruft? Ja, ihr habt 42.000 Kilo, 4.200 Kilo gelagert. Alles klar, nehme ich die Kohle mal mit. Warum eigentlich nicht? Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt wirklich interessant. Ja, hier, die Troller gibt mir einen Speicherstein. Speicherkristall. Speicherkristall habe ich nur gewählt, weil es einfacher für mich ist. Wegen Let's Play. So, Schloss Tranak. Jo, machen wir das doch eigentlich. Das können wir dann direkt in den Part reinhauen. Dann benenne ich den Part anders da. Dann benenne ich den Part um. Hat natürlich keiner gesehen. Ne? So. Ich werde Folgendes machen bei dem Kampf. Ich werde kurz vorher speichern. Dann werde ich den Dialog vorlesen, dass ihr den habt. Danach werde ich laden, werde einen Dämon beschwören und den Vortrag, den ich habe, so schnell wie möglich durchskippen. Das ist nämlich das Problem, wenn du nämlich eine Cutscene hast. Ich wüsste nicht, dass ich euch erlaubt hätte einzutreten. Schon gut. Können auch nichts machen hier. Das bedeutet, wir müssen es Nacht machen, weil anders da kommen die nicht rein. Wir müssen die irgendwie. Nicht mit uns, ihr Monster. Ja, die sind. Das können wir hier nicht machen, aber wir können die anders da nicht. Jetzt seid ihr dran. Große Worte, mal sehen, ob auch was dahinter steckt. Wir können es nicht anders da machen. Warte mal, Rainer kann doch eigentlich Blut saugen. Ja, die Rainer macht nicht so viel Damage. Also weniger als gedacht. Jetzt erstmal fett auf die Schnauze. Mein stark genug sollte ich eigentlich. Es blutet und es gelähmt. Okay. Ist nicht ganz so toll. Ja, die Ritter, die halten was aus. Das muss man den. Oh, Tausender. Und jetzt will ich eintreten. Alles klar. So, jetzt sind wir also drin. Mal schauen, ob wir hier irgendwelche Informationen bekommen. Ich habe das Gefühl, dass Sir Östin hier stationiert war. Es wäre am wahrscheinlichsten. Schließlich ist es die Burg des Königs. Und sie Östin könnte. Sir Östin, König. Pah, niemand regiert über mich. Nicht einmal, als ich noch ein Mensch war. Gerade bei dir wäre alles andere auch merkwürdig gewesen, Asuka. Ich weiß, Liebling. Ich gucke mich einfach mal erstmal ein bisschen um. Verschlossen. Ja, die Kisten können wir alle öffnen. Später. Die sind alle verschlossen.
wenn wir die Soldaten hier besiegen. Die Frage ist, möchte ich das? Erstmal mit denen schwätzen. Was wollt ihr von mir? Wo finde ich den König? Geht den Flur ganz nach oben, dann rechts in das Zimmer in einem roten Teppichboden. Dort einfach die Treppe runter. Ja, ist egal. Euch ist wohl langweilig, oder wollt ihr unbedingt gerade jetzt mit mir reden? Nun, eigentlich, was soll das denn? Mich dumm anlabern und nicht wissen, was ihr mich fragen wollt. Doch, ich kann Typen bei euch nicht ausstehen, haut ab. So ein Blödmann. Am liebsten würde ich ihn den Kopf abreißen. Hi, Jagus Groda, ich habe euch hier noch nie gesehen. Wir haben uns gemeldet, um Ritter zu werden. Ihr wollt Ritter werden? Hm, naja, wie Schwächlinge seht ihr nicht gerade aus. Sprecht am besten mit dem König, es wird auch eine... Er wird euch die Aufnahmeprüfung erklären. Natürlich, das machen wir. Ich muss schon sagen, langsam lernt Wallner das Lügen. Okay. Hier gibt es noch einiges zu entdecken. Mal gucken, ob ich das alles in einen Part packe oder nicht. Bestimmt auch einige Geheimnisse. Ich will hier natürlich, wenn ich schon hier bin, alles abgrasen. Ich glaube aber, dass es hier nicht so viel gibt. Ich fühle mich auch so ein bisschen... ich weiß nicht, also die tun mir zwar nichts, Odonoshelm, aber so richtig wohl fühle ich mich trotzdem nicht. So, was haben wir hier? Ein leerer Raum. Gut. Was hast du zu sagen? Hi, sucht ihr was Bestimmtes? Nein, eigentlich nicht. An eurer Stelle würde ich nicht in den nordöstlichen Turm gehen. Wieso das denn? Na, das klingt vielleicht albern, aber da spukt es, glaube ich, nachts. Oh, wie ich es hasse. Nordöstlich... flüsternde Stimme und so. Okay. Nordöstlicher Turm soll es spuken. Als anständiger Vampir musste ich mir das natürlich angucken. Ein Geist! Ah, endlich! Jetzt keine Freude mehr. Okay. Vor langer, langer Zeit. Doch eines Tages wurde ich von einem hinterhältigen Priester in diesen Turm hintergangen. Er liebte meine Frau und es durfte niemand erfahren, doch ich erwischte sie zusammen im Bett. Mein Herz zersprang. Ich ging in diesen Turm und nahm mir das Leben, doch es war ein Fehler. Ich kann keine Ruhe finden, bis ich mich gerecht habe. Aber der Priester ist doch schon lange tot. Ja, dafür ist es schon zu spät. Doch vielleicht gibt mir der Tod seine Schützlingsruhe. Ich soll seinen Sohn töten? Hat er denn einen? Ja, er hatte einen. Mit meiner Frau. Sie war bereits schwanger, als ich mich umbrachte. Natürlich durfte es niemand erfahren, dass es sein Kind war. Und so sagte er den Leuten, dass dieses Kind von mir war, aber er nahm es im Namen der Kirche großziehen werde, da ich ja meine Pflichten als Vater durch meinen Tod vernachlässigt habe. Oh, wie ich diesen Bastard hasse und ihn und seinen Sohn. Tötet seinen Sohn, er ist Priester in diesem Schloss, ist Pater Josh. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir meine Kraft. Alles klar. Den müssen wir, glaube ich, sowieso töten. Kriege ich das hin? Jetzt die Frage, wo hat's? Vater Josh, willkommen meine Kinder, Priester des Helm. Na klar, ihr klingt nicht gerade überzeugt. Wir sollten uns mal länger über Gott unterhalten. Über Gott? Ich denke nicht, dass wir das sollten. Es würde ihren Glauben erschüttern, Pater. Oh, ihr seid wirklich sehr betrübt. Kommt, ich zeige euch den Pfad des Lichts der Wahrheit. Hören Sie, Pater. Ich bin weder in der Stimmung, noch haben wir Zeit dafür. Ja, am fehlgeleiteten Schäfchen. Kommt, wir reden und ich fürchte euch. Also jetzt. Was mein Freund damit sagen will, ist, dass wir wirklich keine Zeit dafür haben. Aber sicher demnächst wiederkommen, um euren Worten zu lauschen. Dafür werde ich beten. Der Himmel wartet. Doch ihr scheint, als würden eure Seelen dem Pfad der Hölle folgen. Dieser stinkende Mensch. Was erlaubt er sich eigentlich? Hat das jemand gesehen? Hat das jemand gesehen? Bitte störe mich nicht, ich schiebe gerade Wache. Alles klar, es hat keiner gesehen. Super. Wunderbar, ich konnte mich da durchsneaken. Ich dachte, den müsste ich beim großen König Dingsbums töten, aber ich spüre, ihr habt es vollbracht. Die Rache ist mein, endlich. Danke euch, hier meine Macht als Belohnung. Super. Dauer der Wolf. Dafür musste ich den Vater töten. Naja. Ist nicht ganz so geil. Ich dachte, er hätte wenigstens die Dämonenverwandlung ein bisschen stärker machen können, aber. Warte mal, da unten gibt es noch was. Ja, ich will hier alles abgrasen. Schloss Tranak besuche ich auch nur einmal. Hier gibt es auch die Vampirkrallen für die Elaine. In der Schatzkammer von dem dicken König gibt es nämlich noch eine kleine rote Truhe.
So, hier gibt's noch was. Odonos Rüstung. Ja, sind halt schon schöne Sachen, aber wir haben halt schon alles, was wir brauchen. Naja, ein bisschen Kohle sagt man nicht nein, ne? So, da sind die Gefängnisse. Da will ich natürlich auch rein. Aber vorher natürlich hier nochmal reingucken. Ich versuch's. Hi, bitte stör mich nicht. Ich bin gerade auf meinem Posten. Sieht man das nicht? Bewache die Gefangenen und lass mich weitermachen. Aber ich glaube kaum, dass wir uns mit dem Gesindel da drin unterhalten wollen. Sicher? Der Typ sieht so aus, als hätte der was zu erzählen. Ich würde schon gerne mit dem quatschen. Ah, Waffenrüstung, Waffenlingsbumskammer, okay. Nee, komm, lass gut sein. Ich will nicht unnötig Menschen töten. So, hier gibt's nix. Hier ist eine kleine Waffenkammer. Hier gibt's bestimmt was. Infinitus-Helm. Wunderbar. Speichersteine. Schön. Schön, 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 schön. Bin ich da hin? Nein, da hinten an das Fass komme ich nicht. Okay. Gut, dann ist das so. So, den König werde ich schon finden. Da mache ich mir keine Gedanken. Ich glaube, hier waren wir. Ja, hier waren wir. Schicksalsklinge ist zwar alles ganz nett. Haben ein paar Geheimnisse gefunden. Das ist soweit dann auch okay. Warte mal, wie viele Geheimnisse haben wir eigentlich? Man kann es hier sehen. Nein! Ist egal. Gespeichert ist gespeichert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Speicherstein genommen habe oder Kristall, ist hier auch egal an sich. So, was haben wir denn hier? Status. Geheimnisse. 220 von 450. Pff, das ist okay. Dämonenbeschwörung 60 Sekunden. Fledermaus 80 Sekunden. Die Minen sind alle voll. 1040. 32 Stunden. Was denn hier? Dies ist einer der drei Lagerräume. Alles Eigentum des Königs. Bitte fasst nichts an. Alles klar. Aber ich werde euch beobachten. Hey, nichts anfassen. Alles Eigentum des Königs. Könnt ihr mir nicht zuhören? Nichts anfassen. Also, gleich reicht's mir. Ich sagte nichts anfassen. Ich warne euch. Dich mache ich fertig, du Bastard. Ich habe aus Versehen A gedrückt anstelle von... Ich habe halt Bestätigung gedrückt und damit habe ich halt permanent... Der Typ geht mir auf den Sack. Ich will die Geheimnisse haben. Wie gesagt, normalerweise ungern. Heiliger Sand, super. Hier liegt ein Schild drin. Esper-Schild. Hier liegt ein seltsames Gerät. Messgerät erhalten. Nichts Wertvolles drin. Hier liegen Verbände drin. Oh, hier gibt's ordentlich was. Nichts drin. Leer. Hier liegt ein komischer Stein drin. Ah, Lichtschrein. Super. Nichts. Heiltränke. Fleischreißer. Leer ist leer. Nichts Wertvolles. Nichts Wertvolles. Ja, cool. Hat sich doch gelohnt. Das ist genau das, was wir brauchten. Durch Zufall. So, hier muss ich runter, glaube ich. Wo ist der König? Muss ich nicht in irgendeinen Wachturm runter? Ah, ich weiß, wo ich lang muss. Alles klar. So, hier gibt es nur eine Treppe nach unten. Nee, hier nicht. Hier auch nicht. So, ich werde hier trotzdem mal zur Sicherheit hier speichern. So, das Messgerät haben wir. Wunderbar. Ich werde hier bei jedem Schritt speichern, so nah wie möglich.
Jetzt drücke ich F12. Um hier hinzukommen. Jetzt werde ich hier speichern. Und dann werde ich versuchen, den Dämon zu beschwören, weil der ist nämlich solo einfach. Glaubt mir. Halt! Was euer Begehr? Wir sind auf der Suche nach Sir Aston. Sir Aston, den suchen wir auch schon seit längerem. Er war also einer von euren Rittern. Wieso war er? Moment mal, ihr wisst etwas. Genau, sie wissen etwas. Und ihr habt ihn nach auch zum Schloss Eldains geschickt. Woher wisst ihr das? Ihr wart im Schloss. Genau, ihr wart dort. Oh, Melissa, halt die Fresse. Ich habe schon diese Antwort genügt mir. Moment mal, was wisst ihr über Sir Aston? Nun, ich weiß, dass ihr ihn schon bald treffen wird. Was? Wie? Miss Eris, gibt's Probleme? Ja, König. Diese Leute kommen von dem Schloss der Eldains. Was wissen sie? Das müssen wir noch herausfinden. Lasst sie durch. Ich will mit ihnen reden. Aber ich halte das für keine gute Idee. Sie sehen gefährlich aus. Wie ihr meint, pass auf, alles klar. Nun, was wisst ihr? Er ist tot. Oh nein, welche tragische Nachricht. Aber woher wisst ihr was? Er hat im Schloss allein herumgeschlüffelt. Ja, das war sein Auftrag. Er sollte nach dem rechten Sinn Steuern antreiben. Er hat versagt, aber ihr könnt vom Glück reden, dass ich hier bin. Wie meint ihr das? Ich bringe euch die Steuern. Ah, sehr gut. Gebt hier in Form einer Klinge. Nein, auf ihn und drauf. Mist, das wird nicht leicht. So, jetzt werden wir vorher skandalös benehmen töten. Genau, jetzt werdet ihr getötet. Wenn wer hier wen umbringt, werden wir ja noch sehen. Doch Nachplapper sterben früh. Ich werde euch den Leichen zum Wolf Fraß vorwerfen. Ich guck mal kurz in der Komplettlösung, ob es irgendwelche Tipps gibt. Sorry, wenn es jetzt nervig ist, aber so ist es. So, okay, Szenario, müsste man ohne Heilungsmittel gehen, ja, okay. Nicht wirklich. Okay. Fraß verwerfen, genau, Fraß verwerfen. Nun habt ihr es, geht mir auf Sack. So, Johanna ist die Bogenschützin und die Melissa ist der Spacken hier. Warte mal, kann ich irgendwie Schattenstrahl hier, den vielleicht? Dann vielleicht Giftregen. Ich probiere es mal mit Schockfrost. Vampirheilung, völlige Reinigung, ist eigentlich ganz cool. Machen wir mal Flammenmeer. Und der macht eine Schattenexplosion. Tötet alle Gegner. Okay, der Priester ist also gut. Oder der Berater kriegt also gut Damage. Erstmal einen fertig machen. Fängt an zu bluten. Oh, super. Der ist hinüber. Und die fängt an zu bluten. Oh, wunderbar. Das sieht doch ganz gut aus. Vielleicht bin ich ein bisschen übertrieben, was es mit Dingsbums auf sich hat. Boah. Okay, das war einigermaßen gut. 1050 Erfahrung, zwei starke Seelen. Die verdammten Weiber. Alles klar. Ja, die nerven natürlich. Jetzt geht's direkt weiter. Super. Und nutzt am besten Juckfolie und lässt den Berater und Magier erstmal schlafen. Okay, darum gehen wir zu wenig. Okay, okay, okay. Der Berater und der alte Mann sind Statusveränderer. Ist die Frage, habe ich irgendwas? Ich glaube, ich habe mir noch so einen Scheiß verkauft. Juckpulver. Juckpulver. Wow, okay. Mhm.
Königin Clara und Geralt. Eigentlich ganz cool. Schockfrost mache ich mal auf die Clara. Elaine kann eigentlich mal eine völlige Reinigung machen und du machst einfach mal die Schattenherrschaft. Yeah! Jetzt geht's nämlich richtig ab. Okay, Lebensentzug, Lichtexplosion, heiliges Licht, ich glaube. Ich probiere es einfach mal, um die Clara ein bisschen fertig zu machen. Ich mache mal eine Vampirheilung und der. Genau. Das ist eigentlich ganz gut. Kritischer Treffer, kein Damage. Warte mal, ich gucke mal, ob das irgendwie ohne klappt. Ja. Yo. Nein! Der König Geralt. König Geralt. Habe ich noch einen Juckpulver? Nein, natürlich nicht. Egal. Yo. Alter. Wenn du vorbereitet in den Kampf gehst, dann ist es kein Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin unvorbereitet in den Kampf reingegangen. Ich hatte so Probleme. Das war ein richtig harter Kampf und ich hatte so. Mir wurde so der Lümmel angezogen, Leute. Das ist ja ein Traum. Das war ja ein Witz. Alles klar, immerhin. Wunderbar. Verfluchte Berater. Arrogante Magier. Unnütze Königin. Und natürlich der unfähige König. Nein, bitte nicht. Es lebe die Anarchie. Ach, ich habe es mir doch anders überlegt. Nieder mit der Anarchie. Der König ist tot. Es lebe der König. Was? Lass den Blödsinn, Oskar. Er ist gerade die Krone von ihm geklaut. Ach, na schön. Immer wenn es am schönsten ist. Aber die Krone nehmen wir mit. Die passt mir so gut. Na, wenn es sein muss, Krone erhalten. Nö, wir gehen in den Thronsaal, metzeln einfach 6 Leute nieder. Das hat keiner mitbekommen. Normal Day! Vielleicht entdecken wir etwas, meinst du? Irgendwie muss man ein ganzes Steuergeld befinden, das vom König eingetrieben wurde. Lass uns mal hier im Zimmer schauen. Vielleicht ein Geheimgang oder so. Sogar sein Kopf liegt uns im Weg. Das Schicksal eines jeden Königs. Arme Königin, die hätte ich ja wenigstens vielleicht noch als Fressdingsbums behalten. Aber na gut. Hier an der Wand ist ein Loch. Sieht aus, als würde ein Symbol oder sowas reinpassen. Wer weiß, was das zu bedeuten hat. Ein Schalter oder so. Ich kann schon wieder spüren, dass die Wand wieder magisch verstärkt wurde. Bestimmt von diesem Pseudomagier des Königs. Verdammt. Dahinter befindet sich bestimmt das ganze Geld des Königs. Ja, da müssen wir wohl schauen, wo wir das passende Teil herkriegen. Ja. Genau, ich weiß, wo wir das Wappen herkriegen. Stimmt. Das ist mir nämlich du musst erst Abraxas killen. Und er gibt dir dann das Wappen. Irgendein Wappen. Und damit kannst du das Dingsbums öffnen. Hat keinen Arsch mitbekommen. Super.
Gut. Nein, nicht Verwandlung beenden. Ich muss jetzt nochmal zurück. Ich hätte mit den Leuten sprechen sollen. Gut, ist egal. Ich habe das Messgerät geklaut. Das kann ich den Kindern gleich bringen. Na doch, ich dachte, es würde länger dauern. Aber nur in 25 Minuten, das ist okay. Dafür hatten wir im letzten Part Überlänge. Jo. Das bedeutet, ich gehe jetzt nochmal zu den Kindern der Apokalypse. Ich habe da ja gespeichert. Ich habe da ja meine Zuflucht gespeichert, ich Idiot. Gut. Trotzdem gebe ich den Auftrag jetzt nochmal schnell ab. Und dann spreche ich mit dem anderen. Ich weiß so in etwa, wo der ist. Deswegen. Habt ihr das Messgerät? Ja, haben wir. Wunderbar. Damit das Abfüllen des Blutes gleich okay. So, ich will jetzt nochmal im Menü gucken, ob ich noch irgendwelche Aufträge offen habe. Aufgaben. Geh nach Astion und finde die Kinder der Apokalypse. Suche nach einem Symbol, das in ein Wandloch passen könnte. Okay. Alles andere scheint schon erstmal soweit fertig zu sein. Gut. Was hat das zu bedeuten? Erstmal mit dir sprechen. Hallo, ich kann euch viele verschiedene Tränke anbieten, meist mit frischem Blut. Habt ihr Interesse? Klar, warum nicht? Da ihr bereits ein gutes Mitglied unserer Sekte seid, kann ich euch Folgendes anbieten. Das ist cool. Jo, das Messgerät habe ich. Das will ich mal mit dem bequatschen. Ah, ihr seid gekommen. Ihr seid drei der letzten sieben Vampire auf dieser Welt. Woher weißt du? Es ist nicht notwendig, dass ich es euch erkläre, aber ich sage euch so viel. Wir sind eine Sekte, die sich im Umgang mit Vampiren spezialisiert hat. Wir handeln mit ihnen und bauen dadurch die so erwirtschafteten Gewinne unserer Macht aus. In jeder Stadt haben wir einen geheimen Laden errichtet, in dem Vampire mit uns handeln können. Doch es gibt jemanden, der uns anscheinend das Geschäft zunichte macht. Ein abtrünniger Vampir. Wir wissen sogar wer. Sein Name ist Abraxas, richtig? Richtig. Er ist wohl auf einem Kreuzzug gegen alle Vampire. Ihr seid fast die Letzten. Seht ihr die Statuen hinter mir? Ich habe sie aufstellen lassen und dann verzaubert. Sie zeigen mir die Lebenskraft der letzten 12 Vampire auf dieser Welt. Rot bedeutet, sie leben noch. Blau heißt, sie wurden geköpft und sind nun Blutgeister. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Links wird wahrscheinlich der siebte sein. Wenn die Vampire aussterben, stirbt auch unsere Sekte. Wir verlieren all unsere Macht. Denn ohne Geld haben wir keine Macht mehr. Und ohne Vampire gibt es kein Geld. So einfach ist das. Wie ihr sehen könnt, leuchten nur noch 7 der 12 Statuen rot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, okay. Es gibt also nur noch 7 lebende Vampire. 6. Korrigiere. 6 der 12 Statuen. Es hat wieder einen erwischt. Ein Vampir meinte, ihr sollt uns verstecken. Das könnte ich tun, aber was würde uns das bringen? Wenn ihr hier seid, kauft ihr nichts. Und ihr könntet ebenso keine neuen Vampire erschaffen. Nein, wir müssen etwas unternehmen. Ihr müsst die Rasse der Vampire wieder erblühen lassen. Das werden wir. Wir werden Abraxas vernichten. Wir haben es geschafft, sein Hauptversteck auszumachen. Es ist ein gigantischer Turm. Sowas müsste doch auffallen, aber in unseren Reisen haben wir keinen gigantischen Turm entdecken können. Er hat seinen Turm natürlich sehr gut gesichert. Er ist voller magischer Fallen. Der Turm selber wurde mit einem sehr starken Zauber belegt, der den Turm völlig unsichtbar macht. Doch hiermit könnt ihr den Turm sehen. Magisches Auge. Es liegt an euch, Abraxas zu finden und ihn unschädlich zu machen. Aber wo befindet sich der Turm? Auf einer Insel nördlich von hier. Ihr werdet ihn schon finden. Doch passt auf, der Turm ist gut gesichert und soweit ich informiert bin, ist er sogar 16 Stockwerke hoch. Es gibt keine Fenster und keine Mauern. Die Mauern sind alle magisch gesichert. So, dass auch keine Magie hindurch kann. Es wird auch keine Möglichkeit geben, über das Dach hineinzukommen. Dieser Turm gleicht einer Festung. Ihr müsst durch den Haupteingang bis in das oberste Stockwerk. Dort wird Abraxas sich vermutlich aufhalten. Also, ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr noch Blut oder Ähnliches braucht, dann kauft ihr noch ein. Wir machen immer vernünftige Preise. Lasst die Finger davon. Alles klar. Okay, Rot leben noch. 1, 2, 3, 4, 5. Sind doch nur 5. Du Lümmel. Ja, die werden langsam sterben.
glaube, es wird am Ende doch wirklich so sein, dass wir die Letzten sind. Dann will ich den Auftrag noch holen, dann beende ich den Part und dann machen wir uns auf der Suche nach Abraxas Dingbums. Also, seid ihr bereit für den nächsten Auftrag? Alles klar, ihr habt viel für uns getan, dafür bin ich euch sehr dankbar. Deswegen gebe ich euch jetzt einen Auftrag, den bisher niemand erfüllen konnte. Vielleicht könnt ihr es wir suchen schon seit vielen Jahren nach einem bestimmten Opferdolch. Es ist ein uraltes Relikt und niemand weiß, wo man den Dolch finden könnte. Daher müsst ihr ihn selber finden. Viel Glück. Oh, das hätte ich natürlich noch gern. Die Frage ist, wo finde ich den Opferdolch? So, Okay, ist auch der letzte Auftrag. Ich sehe in der Komplettlung, dass er in Abraxas Turm zu finden ist. Okay, das ist gut. Abraxas Turm ist sehr, sehr groß. Deswegen gucke ich hier doch in die Lösung rein. Das wird nämlich sonst zu lange. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao mit V. Bye, bye.